ihr Spanner, ihr sagt ja gar nichts. Hi. So. Ich bin Troisdorfer Wald. Wir haben heute den 11.11., also Tag der Jecken, der Spinner, der Nasen, der Alarvschreier. Ich bin einer von der Heilau-Fraktion. Das ist übrigens eine interessante Geschichte. Woher kommt Alarv? Woher kommt Helau? Das kommt so aus dem 17. 18. Jahrhundert. Da hatte Köln an seiner Kölner Bucht eine Station für Steuern. Und jeder Schiffer, der dran vorbeifuhr, da schrien die Kölner Alarv. Und Alarv hieß damals Al-Av, alle abladen. Und die Geschichte geht so, dass also jeder, der dran vorbeifuhr und die schrien Alarv, da musste angehalten werden, die ganze Ware musste abgeladen werden und ganz Köln konnte sich an der Ware bedienen und zum vergünstigsten Preis diese erstehen. Und die Mainzer haben gesagt, ich bin Mainzer, haben sich gesagt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, weil Köln kann mich auch am Arsch lecken, Entschuldigung, sind dran vorbeigefahren und schrien, Helau! Und Helau hieß, wir fahren Helau, hier für Lau, wir bezahlen keine Steuern. Und daher kommt das, dass Köln die Mainzer nicht leiden kann. Und mir ist das scheißegal, Köln ist mir auch scheißegal. Aber ich bin wegen einer anderen Sache hier. Damit machen wir jetzt weiter. Augenblick. Nicht? Ich weiß es nicht. Es kann ja mal passieren. Bei mir leider etwas öfters. So, zum einen, mir gehört ja dieser Wald nicht, mir gehört auch dieses Stück von dem Wald nicht, aber den hat wohl, seitdem ich dieses Stück gefunden habe, nicht mehr jemand für sich beansprucht. Daher bin ich schon seit gut 2 Jahren hier, mindestens einmal bis zweimal die Woche. Ich mache hier so mein Ding. Das bedeutet, ich baue mir so meinen Shelter, der mal so, wie man nach hinten sehen kann. Also das da nicht. Das hätte ich so nie gebaut. Und da hinten so mit der Tab ist leider weggeflogen. Wie so ein praktisch so ein Tagesurlaub. Bereite hier mein Essen, mache hier meine Reviews für YouTube oder Videos für euch. Ich bin auch etwas öfters hier, als man das auf YouTube sehen kann. Und heute mache ich einfach mal so eine kleine Geschichte, die sich in meinem Leben so zugetragen hat. Und die zeigt, warum das mit dem Wald mir so wichtig ist. Oder mit der Natur. Und es geht so los, dass ich, war schon ziemlich gebraucht, bin geboren 1970, exakt genau, 1970. Oh, dieses
Feuerzeug. Habe ich neulich bei Tibi entdeckt für 1 Euro. Das ist eigentlich eher so eine Art Bunsenbrenner. Und der ist besser als jeder Feuerstahl. Oder? Brennt schon. Das ist der Notkocher 71 von der Schweizer Armee. Da habe ich ganz normale Brennpaste nachgefüllt. Ohohohoho. Und brennt schon wie Sau. Und das Ding ist jetzt richtig drauf. Ah, Fluch der Hacke. Also in den 70ern fing meine Bushcraft-Geschichte an, sozusagen. Und ist leider aus einem relativ traurigen Zustand oder aus einer traurigen Begebenheit entstanden. Und zwar war mein Vater aus Amerika nach Wiesbaden oder Mainz-Kastell zum Fort Bila gekommen, um seinen Wehrdienst abzuleisten. Meine Mutter hat ihn gesehen, getroffen und fand ihn recht niedlich, hübsch und hat daher sich den dazu auserkoren, ein hübsches Baby zu machen. Wie sie da drauf gekommen ist, keine Ahnung. Aber sie hat es mir so erzählt. Ich lasse es einfach mal so dargestellt, so dahingestellt. Und mein Vater verstarb im Dienst und kam übrigens aus Jackson, Ohio. Ist aber ein Dienstunfall, was war das? Ich glaube irgendwas mit Flugzeuge, weil der war bei der Air Force, ist der gestorben. Ich habe auch nur seinen Vornamen geerbt als zweiten Vornamen. Mein erster Vorname lautet Arthur und mein zweiter lautet Kurt. Und mein Vater hieß Kurt. Meine Mutter hatte also dann irgendwann mal in den 70ern einen anderen Mann kennengelernt. Ich werde mal hier mein Tee reintun. Hat also in den 70ern einen anderen Mann kennengelernt. Und der war nicht so ganz astrein, wie ich das heute bezeichne. Und in den 70ern kann man das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen wie damals. In den 70ern konnte man Kinder noch schlagen. Ich würde es mal vorsichtig ausdrücken. Schlagen, ich würde es heute sagen, halbtot prügeln. Das war so mein Lebensalltag damals. Und egal was ich gemacht habe, ob ich jetzt, also ich musste damals meine Hausaufgaben in ein Schmierheft schreiben. Es wurde kontrolliert und wenn das dem Partner meiner Mutter nicht gefallen hat, dann hat das Prügel gesetzt und zwar ohne Ende. Und ich bin dann immer wieder abgehauen, hab mir dann mal so ein Messer aus dem Küchenbestand meiner Mutter genommen, hab mir ein Brotschneidemesser, das mit diesen Wellen, würde man sagen, Serrations,
nicht geborgt, sondern meine Oma wirklich drum gefragt, sagt, kann ich das haben, ich brauche das und so. Und meine Großmutter, die war da, nimmst du mit hin. Bring's mit, wenn du es nicht mehr brauchst. Ansonsten kannst du es geschenkt haben. Und so war das. Na, das waren also meine ersten Messer. Also Äxte kannte man nur von Bauernhöfen. Macheten kannte man in Deutschland in den 70ern gar nicht. Und da fackelt gerade vom Teebeutel dieses Stück Papier inklusive der Schnur ab. Na egal. Also es gab solche Sachen so wie Outdoor-Messer oder eine Tab. Das gab es so nicht. Also musste man damals improvisieren, wenn man sich damit beschäftigt hat. Und da ich öfters abgedüst bin von zu Hause und die Natur für mich entdeckt habe als friedlichen Ort, wo einem keiner Schmerz zufügt, wo man zufrieden sein kann, und mit den einfachsten Mitteln ja, überleben kann, weil Prügel in der Masse von damals erschien mir als so abstrakt und hart, dass ich dachte, wenn der mir eine gescheuert hat, mir fliegt der Kopf weg und ich gehe gleich kaputt. Na gut, muss dazu sagen, das kleine Arschloch, was der Partner meiner Mutter war, ist dann mal ganz elendiglich an einem Arschlochkrebs verreckt. Darmkrebs. Das hat mich damals sehr befriedigt, wie ich das gehört habe. Heute nicht mehr, weil heute geht es vom Arsch vorbei. Der Mann hat es verdient. Ich schreibe nicht mehr ja, juhu. Aber kommt eins zum anderen, so kriegt man immer alles zurück und deshalb ist meine Devise, dass man jeden Menschen wirklich gut behandeln sollte, anständig behandeln sollte, weil sonst kriegt man das zurück. Aber ich behandle Menschen gut und anständig, weil das mein Credo ist, dass das schlecht behandeln überhaupt nichts bringt. Arroganz bringt nichts. Jemanden unterzubuttern, um sich besser zu fühlen, weil man vielleicht zu Hause Stress hat. Weil, und das ist der Punkt von vielen Leuten, die im Berufsleben ganz oben stehen. Die haben zu Hause gar nichts zu sagen. Und das merkt man denen an, weil die geben zu Hause den Stift ab. Die geben zu Hause ihre Männlichkeit ab. Und die sind aber auf der Arbeit. Der große Held, der dicke Macker, alle meinen, das ist ein richtiger Mann. Das ist meistens genau der Fehler. Na gut, also ich habe mich dann sehr oft in der Natur verdrückt, habe von Äpfeln gelebt, das, was mir meine Oma so zugesteckt hat an Lebensmitteln. Ich habe mir meine Shelter damals selber gebaut, da gab es keine Anleitung für. Doch, wenn auch jemand von euch, der zuguckt, diese Yps Heftchen kennen. Da gab es Serien wie der Yps-Spion, der Yps-Detektiv, der Yps-Trapper. Und da kommen wir in die Richtung Yps-Trapper. Da gab es ein Fernglas, dann gab es ein Tube-Tent, ein Zelt, was aus einer Röhre bestand. Und dann gab es so eine Art Trapperbuch und so. Und daraus habe ich damals gelernt und mich schön in die Natur verzogen, mich der Prügel entzogen und die Natur als gewaltfreien Ort für mich entdeckt. Und das ist hier für heute, auch bis heute für mich auch geblieben. So, und eine Tab zu kaufen, damals, das gab es nicht.
da musste man schon echt improvisieren. Und damals zum Beispiel auf einer Baustelle, wenn da Ytongsteine oder Betonsteine geliefert wurden, die waren eingewickelt in Plastik, etwas dickeres, ein bisschen dicker als also eine Plastiktüte. Und das habe ich dann benutzt, um zum Beispiel mir einen Unterschlupf zu bauen. Die Sache mit den Messern habe ich erklärt. Das ging so damals nicht. Ah, es sollte regnen, weil dann wären circa einen halben Kilometer von mir die Hunde nicht mehr zu hören. Na gut, also, oder Feuer machen, das war ganz einfach. Damals gab es Feuerzeuge noch nicht so, wie es die heute gibt. Und da gab es so bläuliche Schachteln, da stand Welthölzer. Und die gab es für, ich glaube, 5 Pfennige. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, 30 oder 50 Welthölzer für 5 Pfennige, das wären heute 2,5 Cent. Für 2,5 Cent bist du beim Kaufmann noch nicht mal mehr einen guten Tag gesagt. Also ich habe mich dann vor der Prügel damals geschützt mit der Flucht in die Natur. Und das ging teilweise wochenlang. Also ich war da nicht mal so für 1-2 Tage weg, ich war da für etliche Wochen weg. Und ich weiß, dass ich im Radio gesucht wurde, dass ich sogar im Fernsehen gesucht wurde, im Regionalfernsehen. Und die Polizei konnte damals nicht so handhaben, oder das handhaben, wie man das heute macht, wenn ein Kind kommt und sagt, ich werde zu Hause geprügelt. Könnt ihr mich beschützen? Das ging nicht. Irgendwie waren die Gesetze damals wohl ein bisschen anders. Ich bin diesen Leuten auch nicht so böse drum. Die wussten es nicht anders. Die konnten nicht anders. Die hatten ihre Vorschriften, auch wenn die noch so dämlich waren. Die Vorschriften, nicht die Beamten. Und ja. Dann starb 1982 meine Mutter, das kleine Arschloch, was mit ihr damals zusammen war, lebte weiter, wie gesagt, die ist ja dann irgendwann mal ein Arschlochkrebs, Darmkrebs, verreckt, wie gesagt, ist nicht schade drum. Ach übrigens, schwarzen Tee bei der Jahreszeit, so feucht und relativ kühl, wie es jetzt ist, man sieht, mache ich mir dann einen Schluck rum rein. Meine Mutter verstarb dann 1982. Ich lasse übrigens das hier noch ein bisschen brennen. Brennpaste kostet nicht so wirklich viel und es gibt mir auch sehr viel Wärme. Jetzt so. Das ist übrigens etwas, das muss ich zeigen. Da waren Laktosetabletten drin. Also Laktostopp heißt das, bei Laktoseintoleranz, die ich leider habe. Das ist eine beschissene Geschichte. Das, ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo anders erwähnt. Nachdem das Ding leer war, habe ich die gefüllt mit Süßstofftabletten, weil ich mag meinen Tee nicht so gerne original belassen, sondern ich habe ihn gerne süß. Und zwar sehr süß. Also ich kam dann 1982, nachdem meine Mutter verstorben war, ins Heim, weil ich so keine Verwandten hatte, die sich um mich gekümmert hätten. Und ich kam von der Großstadt, also Mainz, in ein kleines Dorf. Das liegt in Rheinland-Pfalz oberhalb von Waldbreitbach im Landkreis Neuwied. Und der Erzieher, in der Familienwohngruppe von einem Kinderheim. Kinderheim stellt man sich riesengroß vor, aber die Familienwohngruppe, das waren 5 Kinder, 2 Erzieher und deren Familie. Meine Erzieherin war eine lesbische Elmanze. Also ich habe schon in den 80ern beim Pissen gesessen, ich bin da ganz ehrlich. Ich habe es beibehalten, ist auch ganz gut so. Mein Erzieher, Alfred, der war damals 32 und der war vorstehender Bezirks,
Deutschland, keine Ahnung, von den Grünen. Und wir hatten in einem Ort von 72 Einwohnern 15.000 Kühe und 12.000 Schweine. 3 Fernsehprogramme in Schwarz-Weiß, ARD, ZDF, WDR. Und ja, ansonsten ganz viel Wald. Und damals war das noch nicht so mit dem Feuermachen im Wald, dass man einfach irgendwo Feuer machen kann und so wie das. Da kriegt man ja heute richtig schön einen auf den Sack. Naja, auf jeden Fall war es einfach so. Wir haben viel Schnitzeljagden gemacht, wir haben uns im Wald rumgetrieben. Alfred hat uns die Natur gezeigt und der ist übrigens heute, war damals Diplom-Sozialpädagoge, er ist heute Professor der Psychologie. Ich habe noch Kontakt zu ihm. Er sieht heute noch genauso aus wie damals, mit seinen langen Haaren und so einem Bart, nur alles in Grau. Und ja, und das ist hängen geblieben. Die Natur war damals dann wiederum ja nicht mehr Zufluchtsort, sondern Teil des Alltags. Und irgendwann musste ich aus dem Heim ausziehen, weil ich ja mal leider volljährig war. Und bekam meine erste eigene Wohnung und machte meine Lehre, machte eine zweite Lehre, machte eine dritte Lehre und habe die alle drei abgeschlossen. Und lernte dann während der dritten Lehre die Mutter meines Sohnes kennen, mit der war ich schon 100 Jahre zusammen. Und während der wegen ihr hier nach Troisdorf gezogen. Die Beziehung ging dann irgendwann mal kaputt. Wir haben ein Baby bekommen, der ist jetzt 14. Er hat übrigens gesagt, was ist dein Hobby? Übrigens vor ein paar Wochen. Was ist dein Hobby? Weil ich ihm ein Messer geschenkt habe. Ich habe ihm das hiervon erzählt, auch mit dem YouTube und so. Und er guckt auch die Videos. Hat er gesagt, sag mal, Papa, kann ich dich da mal mit und auch mit dir draußen schlafen? Jetzt kommt's, meine Freundin oder zukünftige Frau. Die sagt er dann zu dem, da musst du dich hinten anstellen. Erst komme ich mit. Und wir waren vor ein paar Wochen, also sie und ich, ich glaube vor 3 oder 4 Wochen waren wir bei ihr in der Gegend. Da hat sie gesagt, komm, dann gehen wir mal draußen frühstücken. Dein Sohn, der kann alleine frühstücken. Wir gehen raus und ich mache das Frühstück so. Haben uns eine Schutzhütte besucht. Ich habe mit der Firebox Frühstück gemacht. Und das war so ein Sturm, der wahrscheinlich meine Tab weggeblasen hat. Das war so ein Sturm, dass in dieser Schutzhütte, auf der Firebox, die auf dem Boden in der Ecke stand, übrigens diese Schutzhütten sind wie so eine Jurte gebaut, aber halt so auf der Hälfte offen. Das hat ihre große, ja nicht Handtasche, die ist praktisch wie so ein Hafersack. Oder Hafersack, wie der Ami sagt. Hat das so auf der Innenseite total verbrannt. Damit sie sich nicht drüber aufregt, ich verstehe das bis heute nicht. Naja, auf jeden Fall, wir haben dann Fotos und auch ein Video Gruß mit der Frau aus dem Wald, das ist aus dem selben Tag entstanden. Ich schweife ab und weiß nicht mehr, wo ich bin. Na, auf jeden Fall, so all das, als mein Sohn dann also geboren wurde, war ich damit beschäftigt, meine Familie zu ernähren. Das heißt, ich hatte nicht nur einen Job, ich hatte nicht nur 2 Jobs, ich hatte insgesamt 3 Jobs. Ich bin unter der Woche, ich bin seit 18 Jahren Kraftfahrer, bin damals unter der Woche bei meinem Arbeitgeber gefahren. Samstags bin ich zur Aushilfe bei der Firma Hari Brot gefahren in Bonn. Bin dann nach Hause gekommen, habe meiner damaligen Partnerin, also der Mutter meines Sohnes, das Frühstück ans Bett gebracht, habe mich aufs Fahrrad gesetzt und habe dann noch Zeitung ausgetragen bis spät nachmittags und kam dann irgendwann mal nach Hause
Und meine Partnerin damals sagte, mit dir ist ja am Wochenende nichts mehr anzufangen. Naja. Und so zerbrach die Beziehung 2000. Und das war, ich bin also Oktober 2000 in meine Wohnung eingezogen, in der ich heute noch, also praktisch seit 13 Jahren lebe, eingezogen und habe, damals war das noch nicht so mit dem Internet, da hat man noch so mit dem Vorgänger vom ISDN, also nicht, heute wird man sagen GPRS, aber analoges Internet, da war das noch nicht so und Bushcraft war auch nicht so nicht bekannt. Also ich kannte damals über das ZDF ein paar Folgen von Ray Mears, aber so wie das heute ist, gab es das nicht. Aber ich habe damals schon mich hier im Posthofer Wald rumgetrieben, habe hier meinen Kaffee getrunken, meinen Tee getrunken, mein Essen zubereitet, habe mich noch mit ganz simplen Rambo-Messern rumgetrieben. Und ja, und so ist das bis heute geblieben. Und über Facebook, über YouTube oder ich sag mal so, ich bin da ganz ehrlich, diese Survival-Serie, bin ich wieder ans Bushcraft, also bin ich nicht wieder ans Bushcraft gekommen, sondern in die Materie so weit reingekommen, wie ich heute da bin. Ich guckte Bear Grylls, dann kam, was kam denn danach? Gehen wir einfach mal den Schritt weiter bis zu dem Survival-Duo. Da bin ich hängen geblieben und als ich dann hörte, dass Dave Canterbury nicht mehr mitmacht, das gibt es ja gar nicht, hier sind ja immer noch, am 11.11. sind hier immer noch Moskitos. Mich hat hier am Freitag eine gestochen, nee, am Donnerstag hat mich hier eine gestochen, mir ist die Hand so dermaßen aufgebläht, dass ich nur noch mit Mühe und Not meinen Ring abbekommen habe, der war aufgebläht wie ein Luftballon. Also dadurch, dass Dave Canterbury aussteigen musste oder rausgeworfen wurde, kam ich an das Thema Bushcraft dadurch daran, oder so wie ich es jetzt betreibe, das heißt YouTube-Videos drehen, indem ich nach ihm gesucht habe bei YouTube, kam dann darauf auf das Wort Bushcraft, dass es überhaupt so heißt. Also ich habe das betreibt, dieses Bushcraft praktisch schon jetzt seit tja, 34 Jahren. Nur seit ein paar Jahren hat dieses Hobby oder diese Lebenseinstellung diesen Namen. Habe ich den also auf YouTube gesucht, kam auf seinen Kanal, habe mir seine Videos angeguckt, habe dann über das Wort Bushcraft zum Beispiel David Wendell, sprich Bushcraft on Fire gefunden oder ja nicht Saki, da kam ich ja irgendwann mal aus Zufall drauf, den habe ich ja nee, da gibt es noch einen anderen Dave, David, der baut die unglaublichsten Shelter. Und mit vielen von denen habe ich Kontakt. Also so zieht sich diese Geschichte von mir, dem Bushcraften als Hobby, als Lebensanstellung hin. Und ich glaube, ich werde das auch niemals aufgeben. Dass ich jetzt seit ein paar Monaten Videos drehe, das ist einfach nur mal um so meine deutsche Seite des Bushcraftens, des Woodcrafting zu zeigen. Ein paar Reviews anders, wie sie andere machen. Weiterzugeben, etwas zurückzugeben an die Community, an die Gemeinde und praktisch dem Bushcraften an sich selber Danke zu sagen, dass ich heute überhaupt noch lebe. Weil ohne Bushcraften wird es mich wahrscheinlich nicht mehr geben. Und vielleicht kann ich dem einen oder anderen jetzt hier mal zeigen oder vielleicht nahelegen, wenn das irgendwem
ähnlich gegangen ist, das ist keine Schande, das zuzugeben. Weil, so wie ich das immer wieder sage, so Bushcraft und Survival gehören irgendwie zusammen. Und meine Survival-Geschichte kam über das Bushcraft. Weil ohne Bushcraft wäre ich schon längst tot. So. Danke fürs Zuschauen, für diese vielen, vielen, vielen und wahrscheinlich auch sehr langen Minuten. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt über 30 Minuten waren, oder? Ne, 20? Ich weiß es nicht. Oh, lecker schwarzer Tee mit Rum. Und eine Buddel voll Rum. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn der eine oder andere sich in dieser Geschichte wiedererkannt hat oder sagt, es ist mir so ähnlich ergangen, schreibt mir eine private Nachricht. Ihr müsst das nicht in den Kommentaren hinterlassen. Schreibt mir eine Nachricht. Vielleicht können wir uns alle mal hier in diesem wirklich schönen Stück Wald treffen. Ich habe da einen Stefan Messer Jocke Steineck aus Bonn-Beul, nee, Holzler oben. Den hätte ich ja schon mal gerne mitgenommen. Aber irgendwie kommt da immer was dazwischen. Oder Danny Grain von Bushcraft Beyond Survival auf Facebook. Sepp von Waldhandwerk. Wie kann ich. Den müsste ich doch an allererster Stelle. Toll, das war der erste Bushcrafter, den ich auf YouTube jemals gefunden habe. Ich kenne ganz, ganz alte Videos von ihm. Da habe ich gedacht, der Spinner macht doch genau das, was ich schon so viele Jahre mache. Und macht da Videos drüber. Und dann ist mir das. Ja klar. Der ist genauso doof wie wir alle. Nein, Quatsch. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr so in etwa die gleiche Geschichte habt, schreibt mir es persönlich. Ansonsten für diese doch recht lange Geschichte, Bewertung, Kommentare, neue Subscriber werden gerne gesehen. Ich danke fürs Zuschauen, fürs, ja, verbringt eurer Zeit mit mir hier im Wald. Lasst von euch hören, lasst von euch sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens, diese Brennpaste, die ich hier reingetan habe, die ist nicht von dem Original Notkocher 71 aus der Schweizer Armee. Sondern da ist nur das Stöfchen und so. Das kokelt zwar den Becher an. Diese Brennpaste ist eine gelbe Brennpaste, die bekommt man bei Globetrotter. Und jetzt fahre ich nochmal mit meinem Finger hier drüber und bekomme nur ganz wenig von den Rückständen von dem Rauch hier rein. Ich weiß nicht, was das ist. Ich werde nachher mal diese Tasse putzen. Ich bin erstaunt. Und was für mich beim Bushcraften so, jetzt so wie jetzt, so mit meiner Geschichte, ich erzähle dir eine Kamera. Ich weiß ja nicht, da sitzen ja keine 10 Leute, 20 Leute, die mir da zuhören und sagen, hey, kenn ich.
Und ich muss das ja in die Kamera erzählen, Stegreif, also Stegreif heraus. Also das ist, also hier meine Zeit zu verbringen, vielleicht nachher wieder nach Hause zu radeln, vielleicht, ich habe Sky, bei Sky nachher Fernsehen zu gucken, oder mein Video zu schneiden, den Upload zu beginnen, vielleicht andere Videos zu gucken. Das hat schon ganz viel mit Urlaub zu tun, für mich. So, jetzt ist Schluss. Ich habe noch zwei Videos vor, die ich drehe. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss. Ooh-wee!